Okay. Ach stimmt, die Blumentöpfe können wir ja auch aus anderen Materialien machen. Ihr habt natürlich völlig recht. Ihr habt natürlich völlig recht. So lange schon wieder nicht mehr RimWorld gespielt. Das ist unglaublich. Blumentöpfe, Mensch. Ah, okay. Wir versuchen es. Wir versuchen damit zurechtzukommen. Ganz, ganz langsam. So. Hier machen wir natürlich dann auch noch einen Holzboden rein. Aber erstmal muss diese Fläche reichen als Holzboden. Hier wird geschraubt. Ich bin begeistert. So, gucken wir mal, es wird schon. So, und jetzt, was auch noch wichtig ist, ist natürlich eine Anbauzone. Haben wir auch noch nicht gemacht, ein Lager, aber eine Anbauzone wäre noch extrem wichtig. Jetzt machen wir mal hier unsere ganzen Anbauzonen her. Machen wir mal für den Anfang vielleicht so 4 Stück hierher. Jeweils mit einer Unterbrechung in der Mitte. Also hier haben wir Kartoffeln. Hier bauen wir Erdbeeren an. Dankeschön, Professor Zock. Dankeschön, sehr nice. So, hier Heilwurzeln. Und hier machen wir... Und der Typ hat so viel Liebe. Oh, Lippo, dankeschön. 222, geiler Typ. Endlich wieder epischer Zwergenstream. Dankeschön. Ja, ist auch Zeit geworden, oder? Ist Zeit geworden? Ich glaube schon. So, hier bauen wir noch... Was baut man hier noch an? Heilwurzeln. Baumwolle, aber nicht in der Größenordnung. Ich mache hier Erdbeeren her. So kleine Erdbeerchen. So, und dann machen wir hier hinten, pass auf, jetzt machen wir hier hinten nochmal eine ganz kleine Anbauzone. So 5 auf 5, 2 Stück. Und da wird auf dem hier bauen wir Hopfen an. Das haben wir, glaube ich, noch nirgendwo, oder? Heilwurzeln, nee, genau, Hopfen da ein bisschen. Hier machen wir Baumwolle. Und dann machen wir noch ein kleines Feldchen. Noch eine Anbauzone. Und zwar hier unten. Auch wieder so 5 auf 5 mit einer leichten Unterbrechung drin. Und da bauen wir Heugras noch an. Für den, ne, für den Winter vielleicht ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal. Ah, wunderschön. Der Schlachttisch, der läuft. Schlachte Kreatur. Für immer. Produziere Trockenfutter, bis man 10 haben. Mal gucken. So, da wird der Hase zerlegt. Nam, 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 nam. Okay, üppige Mahlzeiten, jo. Leckere Mahlzeiten, jo. Und einfache Mahlzeiten, jo. So. So, Blumentöpfchen stehen auch. Herrlich ist es, Mensch. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Strömchens. So, es hat 21 Grad draußen. Das finde ich echt angenehm. Der Text wurde nicht mit eingeblendet, das ist mittlerweile Absicht, weil beim letzten Mal hat irgendein Spaßvogel wieder irgendwas reingeschrieben, was über die Wortzensur nicht erkannt wurde und da musste ich jetzt ein bisschen was tun dagegen. Ja. Bei dir leckt es dauernd. Ja, sorry. Ich kann da nichts dagegen tun. So, haben wir hier auch noch was. Hier braucht man natürlich auch noch Licht. Wie gesagt, ich wünschte mir, Twitch würde irgendwann mal auf die Idee kommen, was Cooles zu machen, wie so einen Partnerantrag mit mir ausfüllen oder sowas. Dann hatten wir diese ganzen blöden Probleme, hätten wir nicht. Dann könntet ihr jederzeit einstellen und sagen, hey, hast du nicht Bock? Willst du nicht auf Medium zum Beispiel? Das wäre doch voll episch. Aber noch nicht. Wir arbeiten dran. Ich verspreche es. Hochheilig. So, machen wir hier nochmal 2 hin, damit wir nochmal ein bisschen Power hier drauf kriegen. Aber was uns immer noch massig fehlt, ist hier unten Bauteile. Bauteile sollten wir auch nochmal abbauen. Und jetzt gucke ich mal gerade, wir haben hier unten einmal ziemlich weit schon abgebaut. Das ist alles auch noch nicht transportiert, ne? So. Ernten tun wir hier auch noch ein bisschen. Wir haben noch Hunger. Unseren Leuten hungert es sehr. Aber wie gesagt, auch hier wird gearbeitet. Fort ist dran. So, Freunde, wir machen heute wieder ein Spielchen. Ja? Und zwar, da wir momentan die Queue nicht verwenden können, da arbeiten wir, wie gesagt, noch dran. Aber im Augenblick geht es halt noch nicht. Wir können es höchstens mal probieren, aber ne, müssen wir mal schauen. Vielleicht klappt es ja noch.
ist es so, dass wir mal was einfach ausprobieren. Ja? Und zwar, ich sage, wenn ich einen Kolonisten benenne und den ersten, den ich im Chat lese, der bekommt das Ding. Ja? Der wird dann halt einfach, anerkannt, sozusagen. Ja? Und so machen wir das jetzt einfach. Das ist jetzt die einfachste und kostengünstigste Variante, euch am fairsten hier irgendwie was geben zu können. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ich hoffe. Oh, da ist ein Händler. Der Händler ist da. Hey, Hallöchen. Ihr habt Medizin im Angebot. Trockenfutter und Überlebensrationen. Und ein Energiegewehr. Ich würde so gern das Energiegewehr haben. Was, die Q geht? Denkst du? Wir können es ja mal probieren. Okay, ich probiere es. Ausrufezeichen K-O-L-O, Kolo. Probiert's mal. Versucht mal rein zu joinen. Vielleicht geht's ja. Wir schauen mal. So. Jetzt gucken wir mal. Fuss, sollte das so funktionieren, wie ich mir denke, dass es funktioniert, dass es sofort geht? Oder sollte das ein bisschen Zeit brauchen? Ich weiß es nicht. So, wir zähmen mal alle Hasen, weil die können wir nämlich mega gut verkaufen, glaube ich. Kein Tierpfleger kann Hase zähmen. Bester Tierpfleger ist... Okay, dann müssen wir natürlich den einen Tierpfleger, den wir haben, müssen wir natürlich auch nochmal ein bisschen verbessern. Aber vorher gibt es noch eine Kiste für unseren Hund. Machen wir hier mal eine Kiste her. Warum ist hier eigentlich kein Kraftstoff drinnen? Okay, damit. Okay, wir nennen es Zwergonien. So. Ich muss auf Refresh drücken, habe ich gemacht. Jetzt funktioniert's. Wunderschönst! 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 Okay. Alles klar. Okay, wir sind am Start. Jetzt habe ich. Oh, was war das denn? Da ist unser Hundi. Den müssen wir natürlich trainieren. Auf Transport und Rettung und Leine lösen. Im Prinzip auf alles. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes. Hier, die werden wir jagen. Weil wir haben ein bisschen Hunger. Es hungert uns. So, okay. Plan als nächstes. Was planen wir? Und zwar, wir planen hier den Abbau eines Bereichs. Pass auf. Also erstmal planen wir hier das zu begradigen, das Ganze. Ich hoffe, es stürzt dann nicht ein. Gucken wir mal. Weil wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz, weil... Hier muss jetzt rein. Produktion, ein Forschungstisch. Müssen wir reinbauen, das hilft nichts. Die Böden werden wir nochmal ein bisschen anpassen. So. Verrücktes Tier! Verrücktes Tier! Ah, ein Eichhörnchen.
Okay, es hat funktioniert. Es hat super funktioniert. Das Eichhörnchen hat das Zeitliche gesegnet. Gibt's eine Knockout-Area? Ne, wir haben das mit den Arenas haben wir ein bisschen umgebaut. Ich bin mal gespannt. Lippo, kannst du mal eine Arena starten? Einfach mal just for fun. Mal gucken. Wenn alle mitmachen, wird's am coolsten, glaube ich. So, wir machen, pass auf, wir machen mal eine Forschung und zwar Steinhauerei als nächstes. Gucken mal. So, jetzt ist hier erstmal Sprit drin im Herd. Ah, jetzt gibt's was zu essen. Ich bin begeistert. Okay. Wie lange mache ich heute? Ja, auf jeden Fall bis 5, weil dann kommt, dann released tatsächlich heute die neue Season von Diablo und da habe ich mich mit Kraxel verabredet. Also, wir haben uns mit Kraxel verabredet, ihr ja auch. Und, da werden wir mal reingucken, vielleicht einen neuen Charakter anfangen. Ich habe ja schon seit Urzeiten kein Diablo mehr gespielt, also seit den letzten Aufnahmen, die schon urlange her sind. Gucken wir mal rein. Aber bis dahin spielen wir eine ganz gemütliche Rimworld-Runde. Ja? So ganz entspannt, ohne Hektik, ohne Stress. Lassen wir das Wochenende einläuten. Ja? Darf auch sein. So, hier unten können wir auch nochmal ganz kurz ein bisschen abklauben. Oh, und hier sind Bauteile, die müssen wir uns auch holen. Bauteile, diese Bauteile hier, komprimierte Bauteile, das ist so super wichtig, das Zeug. Wenn ihr das findet, müsst ihr es holen, weil das kann man nur in rauen Mengen brauchen. Anders lohnt sich das gar nicht. Genau. Holt euch das Zeug und dann können wir das erstmal zusammen farmen. Dann brauchen wir noch das nächste. Ach, die ist keine... ja, ihr habt recht, die Kiste ist falsch. Wir brauchen ein Stoffbett, vermute ich mal. Hasenfell haben wir aber auch noch nicht so viel. Eichhörnchenleder haben wir auch nicht so viel. Machen wir einen normalen Schlafplatz. Vielleicht kann der Wag dort ein bisschen schlafen. Noch läuft die Vorbereitungsphase. Ach so, es kommt noch. Die Arena ist nichts mehr für Anfänger, Zwerge, sagt der Fuß. Nach dem Start wird im Abstand von einigen Sekunden gesagt, was gerade passiert und du musst dann den passenden Kommandos reagieren. Genau, weil wenn du das nicht tust, ja, dann kann sein, dass du dann eben rausfliegst und die Arena gar nicht zu Ende bringst. Und die Arena startet, meine Lieben. Oh, nice. Alter Schwede, die neue Arena ist ja Hammer. Ich schau das gerade zu. Wahnsinn. Ja, nice. Gefällt mir. Geil. Ja, ich guck mal, wer am Schluss dann gewinnt. So, pass auf, wir machen jetzt Strukturen. Wir müssen jetzt hier unseren Kühlraum reinbuddeln. Das wird unser Kühlraum. Hier lassen wir bloß hier einen... machen wir hier mal zwei weg als Stabilisatoren. Und dann kommt hier der Kühlraum rein. Den werden wir aber aus Stahl bauen. Und dann kommt hier eine Stahltüre rein, tatsächlich. Weil den will ich in supergeil haben, ja. Dann bauen wir da auch dann irgendwie... Oh, schön, freigelegt. Wanderer bleibt! Ein Dorfbewohner Wallace ist angekommen, dritter Kolonie bei. Er ist Sheriff. Der Sheriff von Nottingham. So. Er ist kein Arzt, okay. Tierpflegerei kennt er sich nicht aus, aber Jagen kennt er sich super aus.
Künstler ist er auch ein bisschen und ein relativ schlechter Forscher. Ja, dann wird er halt unser Künstler. Dann sollten wir vielleicht irgendwas bauen, womit er auch sich künstlerisch betätigen könnte. Hier eine Nähmaschine braucht man mit Sicherheit. Einen Bildhauertisch sollten wir bauen. Weil dann kann der auch aber richtig was abgeben. So, gucken wir mal. Sozial. Tochter ist Irina. Ford. Ford ist die Tochter. Ach, das ist Wolle. Ja, okay. Und, oh, er kann mit Stanislav, mit Young kann er nichts anfangen. Den mag er gar nicht. Der Vater von Ford. Geil. Deswegen kann er wahrscheinlich nichts mit ihm anfangen, weil das der potenzielle Ehemann ist. Oh, das freut mich jetzt schon. Pass auf, wir versuchen jetzt mal was. Und zwar, ich habe jetzt die Queue geöffnet. Das heißt, jeder von euch ist da drin. Und ich kann nacheinander, kann ich jetzt gucken, wer ist zum Beispiel jetzt da und kann mir einfach mal einen raussuchen. In dem Fall ist der erste, der jetzt gewählt wurde. Ich wähle die jetzt einfach aus der Liste alle raus. Und zwar, hier haben wir ändere, wie Gegner reagiert werden. Ah, flüchten ist der Fluchtmodus ist gerade drin. Okay. So, die junge Frau, Kolonist, weiblich, der Kolonie, 28 Jahre alt, biologisch 389. Und im Augenblick verweigert gar nichts, ist Mega-Konstrukteur. Und das wird Sarius. Sarius wird hier gleich Nummer 1. So, dann nächste. Der nächste, ich wähle die jetzt einfach alle eins nach dem anderen durch. Young. Weil dann kann keiner sagen, wir machen hier irgendwie. So. Young wird als nächstes Jumper Dragon. Zack. So, als nächstes haben wir dann noch Ford. Ford ist auch am Start. Geil. Ford, die Tochter von Wallace tatsächlich. Haben wir gerade rausgefunden. Stefan Segger. Stefans Egerer. Stefan Segerer. So. Stefan Segerer. So, jetzt. Haben wir auch am Start. Und der nächste, der Vater, der Wallace. Ja, den haben wir jetzt ja auch gehabt. So, der Wallace, der wird. Wird nämlich zu Bartanossa. So. Zack, wunderschön. Alles klärchen, Freunde. Wir haben eine Kolonie, meine Lieben. Wir haben eine Kolonie zusammenbekommen. Brauche ich nicht noch ein Bett? Ihr habt verdammt recht. Wenn ich euch nicht hätte, ja? Wenn ich euch nicht hätte, hätte ich kein Bett jetzt. So was Doofes. So. Brauchen wir noch ein Bettchen?